Nein. Also Jakobi, Jakobi sag ich schon. 900.000. Wir haben ja aber nicht wirklich lange gebraucht, wenn wir nicht explodiert hätten wären und so. Und mit dem nochmal fahren, könnte das schon über eine Mille geben. Naja. Bei dem anderen gibt es anderthalb. Ja, aber das war nur, weil der Preis verdoppelt war. Okay. Und wie lange der jetzt noch so ist, ist halt die Frage. Achso, okay. Diana, ich meine trotzdem mit einer Tour so eine knappe Million, das ist schon... Das ist schon nice, ja. Plus wir könnten probieren mit dem Hin- und Herfahren, wie das da aussieht. Okay, Fahrzeug, gepanzertes Fahrzeug. Hunter. Mal sehen. Ja, jetzt nochmal auf den Punkt zurückzukommen hier mit Warte, ich kann gerade nichts. Oh, da ist Kingston. Keine Bewegung, das ist ein Überfall. Hier drüben. Hey, hey, hier drüben. Hier drüben. Oh, danke. Ja? Ja, einen wunderschönen guten Tag. Hier der Töpferkurs. Überfall, Hände hoch. Reicht eine? Reicht eine Hand? Überfall, Hände hoch. Und oh. Stehen bleiben. Na na na, gratis Handy. Na na na, gratis Handy. Wo ist es? Wo ist es? Ja, doch nicht du! Die! Die Hände runter! Die sind auf jeden Fall falsch, das weiß ich nicht! Ja, ich mach das erste Mal! Achso, Mann! Ah, hier! Alle! Hände hoch! Überfall! Damit das nicht irgendwie anders regelt, wird nicht getanzt oder so. Hände hoch! Das ist alle ein Leben. Beide Hände! Drin. Beide Hände! Umlassen irgendwie. Ein wunderschönen guten Tag! Jetzt hier! Der war doch gar nicht beim Überfall eingeplant! Das sah schmerzhaft aus. Ich bin eigentlich bin ich gegen Gewalt. Überfall, Ende eigentlich finde ich das schlecht. Ja, dann. Au! Oh! Die Hände hochnehmen jetzt! Und du auch! Ja, jetzt ist gerade schlecht! Ende hoch, hab ich gesagt! Du warten Sie doch mal ganz kurz, ja? Was für ein Rüpel! Hä? Seit wann wartet man denn mal im Überfall? Bitteschön. Doch! So, das ist jetzt eine Geiselnahme. Wir werden jetzt alle... Oh mein Gott! Verdammt! Ich bin nicht sicher! Ist jemand verletzt? Nein, aber ich hab mir vielleicht in die Hose gepieselt. Ich könnte ein Pflaster gebrauchen. Wollen Sie Hauptpflaster? Oh nein, die Story schon wieder. Ob ich was möchte? Ich hab was zu Ihnen und Ihren Menschen passt. Okay, zu mir und meinen... What? Seit wann ist mein Hemd blau? Bitteschön. What the fuck? Handy geklaut. Ja, Sie haben zu viel Prozac genommen, das liegt bestimmt daran. Ja, bestimmt, bestimmt. Jetzt nehmt die Hände runter, alles gut. Nein, Hände oben lassen! Hallo! Was? Ja? Nein, Hände runternehmen! Kann der für immer so bleiben? Oder ist das nicht regenfeste Farbe? Nee. Bis die Schade. Wirkung vorbei ist. Schade. Muss ich wohl mehr Protect zu mir nehmen. Coole Sache. Ja, finde ich aber nicht schlecht, ne? Auch gerne. Wirklich ich gerne. Auch. Das ist mega nice, aber oder? Das ist mir nicht vergönnt. Ja. Ey Lappen, geh mal zum Bürgermeister und bau das ein. Das ist wirklich so. Fiddle. Ciao! Ja, Da hinten liegt, glaube ich, ein Handy. Da hinten liegt ein Handy? Na, ich sehe nichts. Okay, der Kollege hat das iPhone geklaut. Ich warte nicht. Da liegen noch zwei Handys. Naja, wir müssen mal weiter, wir müssen noch ein paar Leute mehr überfallen.
Okay, viel Erfolg dabei. Ich bin im Krankenhaus. Wir müssen nochmal üben. Oh, Krankenhaus. Oh, ja, Handys. Mein Handy. Und wir nehmen das Handy. Achso, ob wir Geld oder Essen brauchen? Alles okay. Warten Sie. Ja. Ich habe was Wichtiges, was sehr Wichtiges. Mm, okay. Letztens, als ich einkaufen war und das gesehen habe, dachte ich sofort an Sie. Letztens war aber schon letzte Woche, oder? Ja, oder? Hm? Kann das sein? Oh, irgendwie dann war es schon was her. Herr Wongi, nehmen Sie das doch bitte an sich. Die wunderschöne Mia-Esche. Bitte schön. Riecht toll. Wunderschön. Okay, Dankeschön dafür. Mal verwahren. Ist das besser? Los. Ja, rubbeln. Alles zusammen rubbeln. Ja, Herr Wongi, hier noch ein paar Stück für Sie. Ja, auf Wiedersehen und so dann, aber nicht zu bald. Also, ja, das war übrigens die Serverleitung und der Admin und so. Okay. Warum ist mein Hemd so geil? Ich will, dass er so bleibt. Ja? Der Fuck ist der geil. Gedacht, hey, warum ist denn der blau? Ich drehe mich so um und der ist übel blau und ich meiner ja auch. Das ist das. Warum sind die blau? Ah, dann ist er mittlerweile auch blau. Oh Gott, ich hoffe, sie bauen das ein. Das ist doch übel geil. Ah, das ist übel geil. Ich will, dass es so bleibt. Bleib für immer so, Hammond. Bleib für immer so. Der hier? Oh, der Weg ist versperrt. Ja, der war schon vorher. Also, keine Ahnung, das ist halt irgendein Hammond. Der steht da seit 1000 Jahren. Ja, verdammt. Wollen Sie uns vielleicht helfen, das Leben von dem nackten Herrn hier zu retten? Boah, da farmen zwei Leute. Eventuell. Es ist so. Wir haben gesagt, wenn wir 10 Öl bekommen, von egal wem, der da vorbeikommt, retten wir das, also verschonen wir das Leben von dem nackten Herrn hier. Und wenn wir das nicht kriegen, dann erschießen wir ihn. Also nicht sie, sondern den nackten hier. Weil. Ja, das ist verständlich. Ja, also 10 Öl jeder. Nein. Einmal 10 Öl. Also wir haben so überlegt, wie viel uns das Leben von diesem Herrn da wert ist. Und wir haben festgestellt, fast nichts. Und das kommt halt, 10 Öl ist halt so quasi aufgerundet. Aha. Ja, hört sich interessant an. Ja, ich bin sehr traurig, wenn der Herr sterben muss. Ich würde die 10 Öl halt bezahlen und eben damit aus dem Quatsch quasi rauskaufen. Tatsächlich? Sie dürfen ihn dann auch mitnehmen, wenn Sie wollen. Sie dürfen ihn sogar behalten. Nee, ich stehe nicht so auf Haustiere. Das ist auf so viele Arten ironisch. Ah, ich kenne das irgendwo her, Mann. Warum mache ich den Scheiß mit? Ihr seid so ein Affen. Nach der Aktion bin ich mir sicher, dass sie nicht das Haus haben wollen. Er ist sogar stubenrein. Guten Tag zusammen. Guten Tag. Guten Tag. Boggy, das Spiel ist dafür echt gemacht, ja. Das finde ich echt nett von Ihnen. Das ist wirklich so. Das Schika-Projekt Chaos mit Lenkrad, das macht richtig Laune. Okay, die gute Nachricht ist, du darfst noch weiterleben. Für dich wurden 10 Öl bezahlt. Ja, warum auch immer. Ja. Soll ich fesseln lösen? Aber hast du dir schon noch unser Öl was gegeben? Ich mach. Ja, ich hab gedacht, bevor es hier Blutbad gibt, weißt du, ich hab da immer ganz schlimme Albtraum von. Ich bin frei! Und so flitzt er wieder durch die Gegend. Ich bin gekommen! Moment! Lass mal hier, ich will ein Spiel mit dir spielen. Ich will ein Spiel mit dir spielen. Ja, den Ritter. Komm, hier bleiben! Alter! Unfreundlich. Mein Auto! Du instant den Reifen getroffen hast, Mann! Was, ihr Auto? Schatz. Ja. Macht schon mehr Spaß. Das ist cool. Erschießt. Was? Wir sollen dich erschießen? Kriegen wir einen? Oh nein! Mein Baby! Nicht
weinen, nicht weinen, mein Baby. Nicht weinen, nicht weinen. Wir finden sicher einen fähigen PC da, der das wieder richtet. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was machen wir? Ich glaube, da läuft irgendwas aus. Kfz-le, hallo. Tatsächlich? Was gibt's denn hier zu tun? Ist mein Baby! Es hat einen Reifen verloren und es verblutet. Ich meine, es verliert Öl. Oder Benzin oder was weiß ich. Moment, haben wir gleich. Bleib ganz ruhig, mein Baby. Bleib ganz ruhig. Scheiße. Bleib ganz ruhig. Der Herr Doktor macht das schon. Der Herr Mechaniker, meine ich. Ganz ruhig. Oh, einmal da Isolierband, da Isolierband, dann noch den Reifen ran. Und Rad ran, so, zack. Und dürfte wieder alles heil sein. Ah, oh, ich danke Ihnen. Oh, mein Baby, es geht dir wieder gut. Kein Problem. Komm zu Mama. Und danke Ihnen natürlich, das ist sehr freundlich. Red ich wieder los? Jo, kein Problem. Hier ist ein schwarzer Off-Roader neben mir, der fährt ungewöhnlicherweise genau meine Geschwindigkeit. Okay, warte, ich schau, wo du bist. Jetzt. Beim Airfield. Also du fährst auf einen Tankstellenraub zu? Da kann auch sein, dass der immer tankt, ne? Also wenn der in deiner Geschwindigkeit fährt. Jakobi, du weißt das bestimmt, du wohnst in Antrakia. Ist dein ATM? Ja. Bei der Kirche dort. Aber da können wir eh nichts ausparken. Wir sind eigentlich schneller, wenn wir runterfahren, nach Pyrgos einfach durchfahren, einen Sportlimmer ausparken und dann zu ihm fahren. Was ist das denn? 23. Was? Es scheint Phoenix Corporation zu sein, die beschützen. Egal, wir haben eh nur noch eine halbe Stunde so gesehen, haben wir eh nichts Besseres zu tun, als zu dir zu fahren. Soll ich jetzt irgendwie noch Zeit rausholen und irgendwie beim ATM warten? Kannst oder? Du machen, wie du möchtest? Weil ja, wir zahlen jetzt nur, wir fahren jetzt noch einen Kilometer oder so nach Pyrgos, zahlen ein und dann sind wir am Weg zu dir. Warte, sie halten mich an. Versuch's herauszuzögern. Ja. Der Gardi holst du mich dann ab, wenn du den Sportlimo rausholst, dann zeige ich dir einen, lassen mit. Wie viele sind wir? Wir sind Humsebine, Gerold, Gummi. Wie bitte? Ihr für vier. Ich hole eine Limo raus. Weil dann, weißt du was, man lebt nur einmal. Wir machen es anders. Wir halten beim Deluxe Shop und ich kaufe mir einen Donator. Ifrit, ich wollte sowieso einen kaufen. Okay. Könnt ihr. Leicht zerstört. Das ist doch richtig bitter. Warum holst du den nicht gleich einen Hunter? Ah, ich hab schon einen Hunter. Ifrit ist schneller außerdem, das ist ein Vorteil. Ich will auch schon schneller Autos haben. Hast du doch einen echt? Weißt doch. Ich will trotzdem einen Donator Ifrit. Die Donator Ifrit sind so viel geiler als der Donator. Außerdem glaubst du, ich fahr mit einem Hunter, der Rich Bitch heißt, doch die Gegend. Ich glaub, ja, nicht. Den hol ich mir. Ist doch cool. Der ist so cool. Was, ja, aber das ist für mich, bitte. Ich will bitte keine nackten Frauen auf meinem Hunter haben. Was, der Rich Bitch Hunter? Ich habe keinen Rich Bitch Hunter. Ich hole mir jetzt einen Donator Ifrit. Ihr könnt hier einzahlen. Bongi, ich weiß nicht, ob du das schon weißt, aber hier kann man einzahlen im Scrollmenü bei diesem Typen da. Das machen wir jetzt sofort. Leute, stellt nur eure Dings so hin, dass sie bitte nicht den Spawn blockieren. Eure Hammers. Ich bin vor Pyrgos, ne? Wartet an der Tankstelle, wo man einzahlt. Du bist vor Pyrgos? Komm doch zum Deluxe Shop. Achso, ist egal. Nein, ihr seid ja einfach nur in meine Richtung dann halt. Achso, ja klar. Bisschen bei der Tankstelle halt. So, was kostet überhaupt der Spaß? Ich brauche jetzt nicht extra noch dorthin fahren. Fahr nicht. Über den Hammett. Ja, dann würde ich mir irgendwann auch noch holen. Hässlich. Ich mag ihn, hör auf ihn zu mobben. So, 20. Ah, dann hebe ich mal. Ich habe jetzt 7,5 Millionen auf dem Konto. Gott, das weh. Ja, dein ganzes Geld, ja? Nein, die Hälfte. 40. 18.400.000. Ey, Sagadi, wenn du willst, kann ich dir noch Geld geben, ne, wegen ach, der Waffe. Vergiss es bitte, mein Gott. Hast du es jetzt überwiesen? Ich hab's nicht überwiesen, ich hab's abgehoben. Ja, hast du abgehoben. Wissen wir eigentlich, wer bei Nils ist überhaupt? Nils, die Taucherbrille jetzt auf, das sieht cooler aus. Wuhu, mein Baby, wer kann nicht mehr fahren? Wartet mal, kommt mal her, Schlüsselkreis. Hä, Frau, pack die da einfach weg. Was? Wenn der Datenbank ist. Nein, der ist auch so in der Datenbank. Lassen wir uns einfach nicht von den Kopf erwischen bei irgendwas Blödem. Und wenn, dann was weiß ich. Fahrt ins Piratengebiet und irgendwo hinterm Schilf ins Wasser, whatever, keine Ahnung. Lassen wir uns einfach nicht. Einfach Schilf klitschen, das passt schon. Bin ich auf den Fahrersitz eingestiegen? Ja, warum fährst du nicht dein Auto? Boah, ja, aber irgendwie, es soll jemand fahren, der fahren kann, weil wenn wir von den Cops erwischt werden. Was ist denn jetzt?
Los, Kartoffelo! Du sitzt hinter mir, erklärst du mir jetzt, warum du deinen Nagel rein, Ifrit, dass die Cops ihn... Also du bist ja... Nein, es sind nur drei Cops on. Und sie zerstören ihn nur, wenn er... Du hast auf den Kopf zu schütteln? Sachen sind da. Los, Kartoffelo! Nein, warum ich? Was war ja... Jetzt beeilt euch. Nein. Ja, gut, dann ist da ich. Bisschen zu Nils. Er bewegt sich gerade wieder. Bisschen. Leute, wer sperrt die ganze Zeit auf? Er ist wieder eingestiegen in sein Hammett. Okay, 30% wollen sie mir... Also 30-50% haben sich jetzt noch nicht ganz geeinigt, was sie mir abnehmen. 50? 30-50% TSW und jemand ohne Gang. Willkommen. TSW? Ja, hat mir alle Kommunikationsmittel gelassen. Und gesagt, ich hoffe, dass sie jetzt keinen Scheiß machen und keine anderen Personen informieren. Okay, markiere im Gruppenchat, wo fährst du hin jetzt? Exporthandel. Exporthandel. Und da nehmen sie dir dann das Geld ab. Ja. Fahr möglichst langsam, wir sind gleich da. Ja, ich fahre 53 km/h. So, Bumsi. Ich bin an der Straße und warte. Ich halte den Daumen schon hoch. Passt. Leute, überlegt euch, wo ihr rausgelassen werden möchtet am besten. Ich gehe in Nahkampf, ich habe eine MXSW. Mir relativ, ich habe eh keine Waffe. Also. Ja, Wongi, du wirst dann vielleicht also einfach unser Fahrer, ich weiß nicht. Ich kann es bis 2,5 Minuten rauszögern. Ja, wir sind am Weg, wir sind in 4 Kilometern da. Wir eilen. So, irgendjemand schreibt jetzt den Cops. Was, warum? Zwei Cops, scheiße. Wir regeln das selber. Okay, dann scheiß auf die Cops. Es sind zwei Leute, Nils? Ja, zwei Leute. Einmal einer mit einer relativ großen, fetten Waffe. Und einmal ein kleiner mit Client irgendwas. Was für ein Fahrzeug? Offroader. Schwarzer Offroader. Ja. Einfach den ganzen Offroader, Alter. Nein, Wongi bleibt drin. Wir haben eher jemanden. Wongi, geh auf den Fahrersitz und mach nachher das Auto zu. Der Motor ist wieder an. Wongi, gehst du auf den Fahrersitz? Was hinter Rohren ist, ja? Hinter so Rohren steht mach der zu, hat aber oder? Nur eine Pistole. Der eine hat nur eine Pistole, mit U. Der andere ist in Kopf. Nee, soll ich zumachen? Auch... Ja. Das wo ist der andere? Der andere steht direkt bei mir am Hemmet. Also die stehen auf zwei unterschiedlichen Seiten des Hemmets. Haben sie nur Klamotten an? Der eine hat nur Klamotten und eine Pistole, der andere hat ein großes Gewehr und richtig getarnte Klamotten und okay, Vermummung. Sag uns halt, okay, keiner von uns hat tarnte Klamotten, soweit ich gesehen habe. Passt. Ich sehe einen. Ja, der eine. Okay, heulen weg um sie. Du kannst warte, wegkommen. Ich warte noch. Aber ihr müsst eine Ansage raus. Ich muss den anderen auch im Blick haben. Nein, ich habe keine Ausdauer. So, ich habe fertig verkauft. Wo musst du Pupsi nehmen? Ich kann jetzt noch ein paar Minuten zögern. Du bist im weißen Anzug, ne? Ja, red mit ihnen, verhandel mit denen oder irgendwas. Mit der Pistole habe ich auch einen Blick. Auch einen Blick. Okay, Leute, ich habe freie Schussbahn auf einen. Ich baue da drauf. Einer tot. Wo ist Nummer 2? Steig ein und fahr weg, schnell. Und beide auch nice. Tot, beide tot. Oh! Stur. Ja. Nummer 2. Okay, ich fahr. Beide weg. Loot! Ich will den Loot, einen krieg ich. Ich krieg okay. Den mit den Militärklamotten. Ich nehm den, der weiter weg liegt. Ich glaube nur, dass das sein Loot ist. Kann man nicht so genau sagen. Hey, Kartoffelo! Kann ich irgendwas holen? Waffe? Nee. Die haben nur Scheiße dabei. Nicht mal Windows-Taste mit was? Windows-Taste und? Nein, mit T gehst du. Handschellen, Schlüssel, meins. Ein Trinken und ein Essen nehme ich. Der Rest ist mir egal. Oh, Trash. Es ist eh nur eine Handschelle gewesen. Willst du uns rollen? Ja, du kannst jetzt, du kannst jetzt zu uns runterkommen. Das ist jetzt alles das ganze wieder Essen gut. Mit, gönn ich mir. Gut, nice gelaufen. So, jetzt eskortieren wir dich noch zurück. Du kannst nicht lachen, mitfahren, Nils. Dass dein Spiel genau in dem Moment herruckeln aber musste. Aber gib mir den Schlüssel für dein Hemmet oder du fährst mit deinem Hemmet, wie du Bock hast. Weil sonst hätte ich den gefahren, weil du
fahr mit dem Geld lieber mit dem Ifrit mit. Ah, okay, ja. Dann. Passt. Ich fahr ihn dir nach Atira. Ja, aber dass sie sich nicht denken, dass hier, die gucken, haben doch bestimmt den Clan-Tag gesehen, oder? Da hätten die das doch eigentlich erwarten müssen. Die standen einfach ja, komplett weiter da drum. Der hat so zu mir gesagt, ja, das ist ein netter Kerl, dem nehmen wir nicht zu viel ab. Und ja, 30 bis 50%, wenn du kooperierst. 50% genau. Ja, also, genommen. Der, das stimmt. Der in Tarnklamotten wollte 30 wegnehmen und der Nubi wollte 50%. Das war ja wieder klar. Was hatte der in Tarn für eine Waffe eigentlich? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der hat eine MK1. Ja. Oder eine MX läuft. Irgendwas M. Ich hab's nicht genau gesehen. Aber der hat auf jeden Fall komplette Rebellenuniform an.